Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema elektrische Lenkradverdienung. Und viele BMW- und Minifahrer werden früher oder später damit leider sehr viele Probleme bekommen. Die elektrische Lenkradverdienung besteht aus drei Komponenten. Die Lenksäule mit der elektrischen Lenkradverdienung, dem Motorsteuergerät und der Wegfahrsperre. Alle drei Komponenten sind miteinander synchronisiert. Das heißt, sie haben einen Zähler und irgendwann ist der Zähler voll oder der Stellmotor ist kaputt oder der Steuergerät hat ein Problem. Und dann funktioniert euer Fahrzeug nicht. Das heißt, das Fahrzeug lässt sich nicht mehr entriegeln. Das kann auf einmal passieren. Es kann auch sein, dass ihr erstmal eine Fehlermeldung habt und das Ganze passiert dann nach zwei, dreimal starten, ist das komplett verriegelt. Wir haben hier ein cooles Beispiel. Und zwar, interessanterweise haben Fahrzeuge nur eine elektrische Lenkradverriegelung der normalen Baureihen. Das heißt, der 1er, der 3er, der 5er, Z4, X1. Aber die Premium-Modelle, wie der hier zum Beispiel, das ist ein 2008er X5, der hatte niemals eine elektrische Lenkradverriegelung ab Werk. Nie. Auch der X6 nicht, auch der 7er nicht. Und auch zum Beispiel der 3er BMW, der 335i als DKG-Variante, hatte auch niemals eine gehabt. Und diejenigen, die eine haben, die haben natürlich das Problem, dass irgendwann wird es teuer. Denn was macht BMW? BMW tauscht oft als erstes die Lenksäule. Liegt man preislich ungefähr mit Einbau, Programmierung 1500 Euro. Hilft natürlich nicht, weil wir verstehen jetzt gemeinsam, es ist ein System, was aus drei Komponenten sozusagen besteht. Dann tauschen Sie die Wegfahrsperre mit dem Schlüssel und das Motorsteuer. Denn die Wegfahrsperre aktiviert die Lenksäule. Dann liegt man preislich je nach Modell 3.000 bis 3.500 Euro und dann habt ihr erstmal ein Jahr Garantie. Und dann habt ihr sicher, dass das Thema erledigt ist. Aber Vorsicht, es ist nicht immer sicher, denn wir haben auch Fälle gehabt, wo die Kunden einfach sehr viel Geld bezahlt haben und das Problem war immer noch nicht behoben, weil wir haben ja natürlich Verkabelung zwischen der Wegfahrsperre und der elektrischen Lenkradverriegelung. Wenn die Verkabelung zum Beispiel nicht in Ordnung ist, dann haben wir genau die gleiche Problematik, dass das Ganze nicht funktioniert und kein BMW-Partner kann euch garantieren, dass wenn ihr 3.000 oder 3.500 Euro bezahlt, dass das Thema tatsächlich behoben ist. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, das Fahrzeug so instand zu setzen, wie es ab Werk gewesen ist. Das heißt, wir tauschen bei euch die Lenksäule, wir modifizieren Motorsteuergerät und Wegfahrsperre. Das heißt, es wird in jedem Fall deutlich günstiger als bei BMW. Aber trotzdem können wir natürlich nicht röntgen und nicht hell sehen, dass eure Verkabelung zwischen der Wegfahrsperre und der Lenkradverriegelung, dass die in Ordnung sind. Und es gibt nicht einen kleinen Kabelbaum, den man kaufen kann, sondern man muss den gesamten Kabelbaum des Fahrzeugs tauschen. Das ist dann halt eine sehr teure Angelegenheit. Deswegen haben wir nach einer Lösung gesucht, die nachhaltig ist. Auch diese ganzen Lösungen, die im Internet angeboten werden, die einzigen, die daran verdienen, sind die Verkäufer. Es gibt Emulatoren, die man zum Beispiel statt der Lenksäule einbauen kann, aber jetzt versteht ihr, bringt alles nichts. Es gibt die Möglichkeit, den Fehlerzähler zurückzusetzen, kann man machen, hilft vielleicht eine Woche lang. Aber das Problem ist dadurch nicht gelöst. Wenn man zum Beispiel das Fahrzeug länger behalten möchte, haben wir eine Lösung gefunden, die für immer ist. Wir modifizieren euer Fahrzeug so, wie zum Beispiel dieser X5. Das heißt, dass eure elektrische Lenkradverriegelung nicht mehr aktiv ist. Das ist keine Hokuspokus-Software, die wir uns irgendwie ausdenken, sondern diese Variante existiert live. Hier ist das der Beweis dazu. Und wir modifizieren euer Fahrzeug so, wie zum Beispiel dieses Auto. Alles andere bleibt aktiv. Eure Wegfahrsperre bleibt aktiv. Es ist nicht so, dass man einfach dann mit einem x-beliebigen Schlüssel das Auto starten kann oder aufmachen kann. Das bleibt alles sicher. Das bleibt alles identisch. Das Einzige, die Software ist eine andere. Das heißt, ihr habt dann einfach eine Modifikation, die so funktioniert, dass das Auto die elektrische Lenkradverriegelung nicht mehr schließt und nicht mehr öffnet. Niemals. Und dann ist das Thema für alle Ewigkeiten erledigt. Was brauchen wir von euch? Wenn ihr Glück habt und die Lenksäule noch geöffnet ist, wenn ihr eine Fehlermeldung habt oder was auch immer, dann solltet ihr reagieren. Denn es ist ziemlich aufwendig, die Lenksäule auszubauen und das kann man sich sparen, wenn die Lenksäule sich noch ein, zweimal entriegeln lässt. Wenn ihr es schafft, die Lenksäule zu entriegeln, ihr macht die Zündung an, ihr guckt, dass alle Lampen leuchten, dass das Lenkrad sich drehen lässt, dann
So ist die Lenksäule im Fahrzeug verbaut. Hier gibt es ein Kabel, das geht hier dran, das zieht hier raus. Das heißt, das geht manchmal etwas schwieriger raus, aber das zieht hier dann raus. Und dann macht erst die Zündung aus und kontrolliert, nachdem die Zündung raus ist, Schlüssel raus, dass das Lenkrad sich sozusagen drehen lässt. Wenn ihr das gemacht habt, dann brauchen wir von euch die Wegfahrsperre. So sieht sie aus. Bei manchen Fahrzeugen sieht sie schwarz aus, mit zwei Steckern, so ein kleiner Stecker und so ein großer. Bei anderen Fahrzeugen ist sie grau, aber hat auch zwei Stecker. Und dann ist das halt so, dass wir sozusagen die Wegfahrsperre mit Schlüssel müsst ihr uns zuschicken. Die Wegfahrsperre befindet sich im Fahrerfußraum auf Kniehöhe. Dann brauchen wir von euch das Motorsteuergerät. Denn ohne Motorsteuergerät, ohne das die Synchronisation zu unterbrechen bzw. auf Null zu setzen, bringt das alles nichts. Das Motorsteuer befindet sich im Motorraum auf der Beifahrerseite. Wenn eure Lenksäule verriegelt ist, dann kontaktiert uns. Wir werden gucken, wie wir da vorgehen. Ob ihr die Lenksäule uns ausbaut oder ob wir euch eine Anleitung schicken, wie man die notdürftig entriegeln kann. Dann werden wir das sehen. Schreibt gerne eure Erfahrungen mit der Thematik in die Kommentare, auch eure Fragen. Ansonsten könnt ihr uns gerne per E-Mail kontaktieren oder telefonisch und wir werden dann eine Lösung finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.